Ja, hallo, noch einmal, wir gehen heute ganz kurz in 2 Minuten noch die Folge 18 von Kotan durch. Der Kaiser schickt Soldaten aus. Jo, beginnt mit einer Chris-Christophers-Nummer, der Pilgrim, irgendwo am Donaustrand, wo der Kotan suspendiert wieder mal Playback singt. Jo, und ja, man hat da wirklich wunderbare Sachen aufgeschrieben, wo ich keinen Bezug mehr dazu habe. Ah ja, genau. Und er ist suspendiert und der Kotan und will einen neuen Job, wo er sich bewirbt als Privatdetektiv bei seinem Vorgänger, wo aber auch seine Schwiegermutter oder seine Mutter bei den Absolvierungen aller Art vorspricht. Jo. Eine Minute. Wer wird da eigentlich erschossen? Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Jo, die Chris Lohner hat einen Gag über Aktion sauberen Bildschirm, wo sie von innen putzt. Ja, er ist wirklich der Underdog, der Kotan. Er wird auch zu Hause hinausgeschmissen, nicht nur von der Polizei. 30 Sekunden. Ja, wie kommen wir jetzt dazu einen Schluss? Auf alle Fälle, wo sie mich erinnern kann, war es so, er hilft dann auf Bitten vom Pilch dann doch aus und biegt sich den Fall so zurecht, wie es ihm passt, also ohne jetzt auf wirklich Indizien oder wirklich Beweise da zurückgreifen zu müssen. Gut, das war's.